Ich glaube, so ist das besser. Also ja, Freitagabend ist schon zu Ende. Ich weiß, was ich wollte. Ich kann sagen, Freitag habe ich mir den Film angeschaut. Also Gesamtabend ist echt leider geil, ja. Wenn man an keinen Dreck denkt und halt, wenn man das Leben genießt. Aber es war doch wichtig, ja, durchzulernen, damit er im Kopf bleibt. Für immer, ja. Sonst ohne Mühe geht es nicht. Ab und an sollte man dazu Aufwand betreiben, damit das halt langfristig gespeichert wird. Ja, und das Gleiche soll ich jetzt mit Französisch durchziehen. Hab schon gefangen, ja. Bin auf dem bleibe auf dem Laufenden. Also, Orange gefällt mir nicht so sehr, aber Grün, diese Blau und Rosa sind echt leuend. Ja, also, dieses Leben ist echt lustig, würde ich sagen. Es ist echt lustig, wie man sich halt um nötige Sorgen einbilden kann. Aber ja, wenn man sich also nicht bemüht, dann kriegt man nichts. Es sei denn, man geht davon aus, dass man schon alles besitzt, ja. Wenn man mit allem zufrieden ist, was man hat, ja, aber das ist nur die Frage, also wie man es begreift, ja, ob man sich damit zufrieden gibt oder nicht, ob man mehr will oder nicht. Also ich will mehr, deswegen also ziehe ich durch. Und ich kann sagen, ja, weiß ich nicht, warum ist es mir jetzt eingefallen, es mal mit Weißrussland zu vergleichen, ja. Aber das ist doch richtig geil, dass zu mir diese Einstellung aus dem Jahr 2020 oder 2021 zurückgekehrt ist, nach 3 Jahren, ja, nachdem ich mir diesen Film angeschaut habe, ja. Da ich seit 3 Jahren, Junge, ich habe mich so, also ich habe überhaupt nicht gechillt heute, ja. Ich habe den ganzen Tag, die ganze Zeit, also in der Angst gelebt, dass ich nicht viel weiß, dass ich nicht genug weiß, ja, dass ich immer mehr lesen soll, und habe mir alles gelesen, ständig, also ängstlich und so, und deswegen, ja, mit diesem Training obendrauf hat es damals überhaupt geplatzt. Deswegen soll ich es nicht so ernst nehmen. Aber doch, der Fortschritt, aber mein Fortschritt ist so merklich heute, dass halt, ja, nie, es ist halt unvorstellbar. Wogegen meine Familie ist da geblieben und nichts Neues also gemacht hat, weil gar nichts Neues erlebt hat. In diesen 3 Jahren, wie viel habe ich erlebt, ja, und es ist erst der Anfang, ja. Ich weiß nicht, also als ich angekommen bin, hat mein Hals irgendwie wehgetan, ja. Also ich würde mich jetzt nicht beschweren, dass irgendwie der oder so, ja, in letzter Zeit ist es viel besser, aber halt will ich sagen, dass wenn man sich unnötiger Sorgen macht und wenn man das Leben nicht genießt und halt in Angst lebt, das ist nicht, also kann ich, ich weiß nicht, kann jetzt, ja, oder wenn man sich Sorgen wegen Liebe macht oder wegen Geld, ja, erstens sage ich, ja, Geld braucht man, um nur mit den anderen zu agieren. Wenn man kein Geld besitzt, ja, dann das Leben endet nicht, ja. Also in der Tat, man braucht ja überhaupt kein Geld, wenn man mit den anderen nicht interagieren will. Und Liebe, ja, im Besonderen. Wie man es sagt. Man sagt, ich habe vergessen. Jetzt ist es mir ausgefallen, leider, aber unerwiderte Liebe, ja. Wozu dann überhaupt sich daran festhalten, ja? Warum überhaupt sich irgendwelche Gedanken machen, dass diese Liebe unerwidert ist, ja. Lieb mal deine Mutter, also die liebt dich auch.
Und finde diejenige, die dich auch zurückliebt, ja. Also ja, sehr viel kann ich jetzt sagen. Also sehr viel kann ich jetzt plappern, aber der Sinn ist, dass das alles ist viel, viel einfacher, als man es sich vorstellt, wenn man denkt, ja, über den Tod. Wir sind Tiere, ja, das ist nochmal, dass wir, ja, okay, überziehe ich jetzt, ja, aber okay, irgendwie habe ich Lust. Ist nochmal, dass wir all essen, scheißen, atmen, furzen, ficken und so. Das ist halt nochmal, das ist natürlich. Und im Endeffekt sterben wir. Also nix. Ja, sollen wir daran arbeiten, halt irgendwie jetzt aufzuschieben oder halt überhaupt zu verhindern oder dem. Aber bislang ist das nicht, ist es keinem gelungen. Deswegen, ja. Erst genießen und so. Deswegen, okay, gehe ich schlafen. Und keine Angst, immer positiv denken. Das wird alles gut, ja. Und Zeit muss ich verbringen. Aber nicht überziehen.